Hey Leute, ich bin's Fritz und willkommen auf meinem Gear-Kanal. Alle Leute, die sich gerne mit dem Thema Outdoor-Ausrüstung beschäftigen, gerne mal ein Abo dalassen, denn ihr wisst, hier gibt's regelmäßig Videos. Heute geht's mal um ein Multitool. Und zwar um das Leatherman Rebar. Wichtige Hintergrundinformation, ich habe es mir privat gekauft, habe es jetzt erst ganz neu 2-3 Tage, also es ist kein Langzeittest, sondern erstmal nur eine kleine Vorstellung. Geliefert wird das Ganze in dieser schwarzen Leatherman-Tasche. Ich habe mich aber für die entschieden, die habe ich nochmal on top gekauft. Hauptgrund war tatsächlich einfach nur die Farbe. Die sandfarbene Tasche ist auch von Leatherman, ist ein bisschen größer, wie ihr seht. Und der Hauptunterschied ist im Endeffekt einmal die Befestigungsmöglichkeit, hier haben wir das Molle-System. Und bei dem haben wir einen Klettverschluss, der natürlich ein bisschen lauter ist. Ein Riesenunterschied im Vergleich zu den anderen Modellen ist, wir können das Ganze nicht mit einer Hand öffnen. Dadurch ist es quasi Waffengesetz 42a konform. Wir brauchen zwei Hände, um hier wirklich irgendwie an die Klinge ranzukommen und können das damit somit entspannt auch in der Öffentlichkeit führen. Warum habe ich mich genau dafür entschieden und für welchen Einsatzzweck? Als erstes wirklich für den Alltag, also als EDC-Messer, Multitool, um einfach immer was dabei zu haben, mit dem man arbeiten kann. Und zweitens wirklich für den Bushcraft-Survival-Bereich wollte ich das Ganze einfach mal austesten, um ja was Kleines, Leichtes dabei zu haben, was aber gut für Bastelarbeiten sein kann, wenn man improvisieren muss. Wir haben hier vorne eine Spitzzange, dahinter eine normale Zange und darunter einen auswechselbaren Drahtschneider inklusive Hartdrahtschneider. Auf der einen Seite haben wir ein Messer, eine Holz- und Metallfeile, einen kleinen und großen Schraubendreher und eine Ahle mit Öse. Jedes einzelne Werkzeug ist hier übrigens arretiert und kann dann auf der Rückseite mittels dieser Taste wieder entriegelt werden zum Einfahren. Zusätzlich ist auf der Seite auch noch so eine kleine Öse, wo man das Multitool dann mit einem Karabiner irgendwo festmachen kann oder für ein Lanyard. Auf der anderen Seite haben wir ein Messer mit Wellenschliff, eine Säge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Dosenöffner und Kapselheber. Es gibt noch zwei andere Farben und zwar einmal komplett schwarz oder silber. Wir sind bei einem Gewicht von 190 Gramm und haben eine Länge von 10 cm. Gut. So, ich würde sagen, genug geschnackt, ab zum Praxistest. Wir starten mit der Säge, einmal arretieren und Feuer frei. So, machen wir weiter mit dem Messer. Das Thema Entasten steht an. So, jetzt probieren wir mal fingerdicke Äste abzutrennen mit dem Messer. Wahrscheinlich ist es cleverer für sowas doch dann lieber wieder die Säge zu nehmen und mit dem Messer nur die ganz feinen Arbeiten zu machen. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, das Ganze ist nicht fürs Grobe gemacht, ja, eher für kleinere, feine Bastelarbeiten. Also man merkt, bei Astlöchern hat das Messer auf jeden Fall Probleme. Für die Größe und für kleine Bastelarbeiten auf jeden Fall vollkommen ausreichend, aber nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit einem Messer mit einer richtig feststehenden, ordentlichen Klinge. Was man dabei natürlich nicht vergessen darf, ist die Größe und das Gewicht so eines kleinen Multitools, was man bei einer Wanderung im Alltag immer dabei haben kann im Vergleich zu einem großen Bushcraft Outdoor-Messer und dann wirklich, sag ich mal, einer Klappsäge. Ein weiteres wichtiges Tool ist natürlich die Ahle. Tatsächlich ist die Ahle auch nochmal wie so ein kleines Messer. Kann man noch ein bisschen Feinarbeit mitmachen. Die ganzen anderen Werkzeuge am Multitool sehe ich eher so im Alltag oder beim Urban Survival. Von daher ändern wir mal die Location. So, Zeit für Testrunde Nummer 2. Ja, gibt's nichts zu meckern. Alle drei Schraubendreher funktionieren einwandfrei. Ich habe gerade auf dem Boden ein bisschen Draht und Kabel gefunden. Ich würde sagen, können wir gleich mal die Zange ausprobieren. Kleine und dicke Kabel gingen auf jeden Fall ganz easy, aber wir probieren mal Maschendraht, Stacheldraht und Ästdraht aus. Ah.
Also Maschendraht und einfachen Stacheldraht kriegen wir problemlos durch. Am dicken Ästdraht kommen wir dann nicht mehr weiter. Also den Hartdrahtschneider hat es an der Stelle hier komplett zerwichst. Das war jetzt doch ein bisschen viel für den. Ist austauschbar, kann ich also wieder wechseln. Aber wir sollten es bei ja normalem Draht, Maschendraht oder auch Kabeln belassen. Gucken wir uns als nächstes die Pfeile an. Vielleicht können wir irgendwas mal anspitzen für einen Speer oder einen Haken zur Improvisation. So sah das Ganze vorher aus und das ist die Spitze nach der Bearbeitung. Ja, die Pfeile 50-50, ein bisschen was kann man machen, vielleicht mal einen Grat wegschleifen oder so einen improvisierten Angelhaken, eine Spitze irgendwie rausfeilen. Aber so richtig überzeugt hat sie mich nicht. Dann testen wir mal noch den Unterschied zwischen normalem Messer und Wellenschliff, weil der Wellenschliff ja meistens zum Durchtrennen von Kleidung, Stoff oder Seilen genutzt wird. So, wir starten mit dem normalen Messer und jetzt Wellenschliff. So, Zeit für den Dosenöffner-Test. Kurzes, knackiges Fazit. Das kann natürlich niemals ein wirkliches Einzelwerkzeug ersetzen. Also eine einzelne ordentliche Säge, ein einzelnes Messer, Zange und so weiter. Nichtsdestotrotz finde ich super geil, das Ganze einfach schön kompakt immer dabei zu haben und so ein bisschen improvisieren zu können. Aber ich muss auch realistisch dazu sagen, dass ich maximal wahrscheinlich die Hälfte dieser Tools überhaupt normal nutzen werde. Wie schon am Anfang gesagt, ich habe es privat gekauft, packe euch aber trotzdem unten natürlich mal den Link in die Videobeschreibung. Und ja, dann seid ihr jetzt an der Reihe, mal in die Kommentare zu schreiben, was soll ich als nächstes hier auf dem Gear-Kanal testen. Checkt unbedingt auch mal die Kommentare der anderen aus und gebt da einen Daumen nach oben, wenn euch ein Thema ganz speziell interessiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.